Ruandra und wie sie alle heißen, zum Gruße. Und hier sind wir wieder bei DSA, bei Dominikon. Und ja, wir machen mal weiter. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Speicherung. Ich habe von die falsche Speicherung angefangen. Hust. Warst du schon beim Praios-Tempel? Ah. Da sind wir. War ich nicht schon weiter? Meine Aufgabe? Was genau soll ich für Falk tun? Er hat uns einige Sonderrationen besorgt. Wir sollen sie bei der Essensausgabe am Praios-Tempel abholen. Wie? Einfach so? Natürlich nicht. Falk will ein Festessen abhalten, bei dem wir seine Mutter kennenlernen sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt schon aufgenommen habe. Ich gebe euch nochmal die Information. Wir machen mal die solche. Wenn Falk uns wenigstens aus diesem Dreckloch rausholen würde, das wäre mir lieber als jedes Festessen. Die Warunker schützen sich vor der Seuche. Darum lassen sie Fremde nur mit Erlaubnis der Rondrianer in die Altstadt. Das würde ich nicht anders halten, an ihrer Stelle. Man weiß ja nicht einmal, was das für eine Seuche ist oder woher sie kommt. Die Leute sagen, die Erzdämonin Mishkara selbst hätte sie hierher gebracht. Und vielleicht haben sie sogar recht. Es dürfte keinem der Erzdämonen gefallen, dass nun die Kriegsgöttin Ruandra über Warunk herrscht. Ja. Ja, die Pausen sind einfach zu lange zwischen den Spielen. Da ich auch nur hier maximal zu 2 Folgen komme. Wenn überhaupt. Meistens schaffe ich dann doch nur eine. Ich nehme mir immer vor, 2 Folgen aufzunehmen, aber es klappt meistens nicht. Okay, dann machen wir mal den Falk nochmal. Und der Hunger und das machen wir mal. Das sieht Falk ähnlich, sich mit Sonderrationen beliebt zu machen. Jetzt will er uns kaufen, so wie er Kalandra gekauft hat. Es wird höchste Zeit, dass Kalandra heiratet. Auch deinetwegen. Was soll das heißen? Ich glaube, dass du mich sehr wohl verstehst, Chiron. Denkst du wirklich, dass ich nicht merke, wie du deine Schwester manchmal ansiehst? Vorsicht, alter Mann. Vorsicht. Vielleicht habe ich Unrecht. Das wäre zu schön. Die Leute hier hungern. Ja, doch Falk versteht sich auf große Gesten. Diese Zuwendung erhebt seine Braut über alle anderen Flüchtlinge. Und ihre Familie auch. Wenn wir nach dem Fest mal die Reste verschenken, könnte uns das sogar Respekt einbringen. Falk will uns seine Mutter vorstellen? Wer ist sie? Warum ist sie hier? Ausgerechnet jetzt? Alles, was ich weiß, ist, dass sie eine Dame von hoher Herkunft sein soll. Deine Schwester wird in eine edle Familie heiraten. Reichtum verblendet, genauso wie Macht. Das hast du uns immer wieder gesagt. Ich habe auch immer dafür gesorgt, dass ihr überlebt. Und so werde ich es auch hier halten. Moralisch können wir später sein. Okay. Zack. Auftrag, so, wir gehen. Alles klar. Ja, ich hoffe, ich habe es nicht schon gemacht. Ansonsten tut es mir echt leid, dass wir es ein zweites Mal anschauen. Ich will nur noch sterben. Habe ich das schon? Haben wir das schon angeguckt? Ich glaube, es haben wir gleich zu Anfang. Weiß ich jetzt nicht. Das habe ich vorher schon vorgelesen, ne? Oder? Das Gemüse ist braun, grau, von Schimmel und Fäule. Es stinkt wie ein Rattenkadaver, der zu lange in der Sonne gelegen hat. Aber es würde dich wundern, wenn es hier nicht jemand gäbe, der es trotzdem isst. Besser sich die Seele aus dem Leib kotzen, als verhungern. So, falls wir das noch nicht hatten, aber ich glaube, es hatten wir. Oder hatte ich das bei der misslungenen Aufnahme? Oder? Der Husten hört schon wieder auf. Ja, wird irgendwann wird alles besser. Wenn es die Götter wirklich gibt, warum lassen sie zu, dass ich so verrecke? Nur ein paar Kupferstücke, bitte. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da lang. Okay. Da ist er ja! Unser Retter! Ich habe einfach versucht, das Richtige zu tun. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr habt so viele Leben gerettet. Wir alle sind euch zu großem Dank verpflichtet.
Ihr solltet auch nicht auf die Miesmacher hören, die den Kannibalen lieber tot sehen. Bei Mütterchen Peraine. Ein Menschenleben lässt sich durch nichts aufwiegen. Hier, nehmt das. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Gott. Hallo, die Damen und Herren, ich habe Vorrang. Rondra zum Gruße. Ich soll hier was abholen. Stell dich hinten an, wie alle anderen auch. Hier hat der Stärkste recht. Warum sollte das bei der Suppe anders sein? Hüte deine Zunge, Kerl. Sonst muss ich dir ein paar Manieren beibringen. Seine Gnaden Falk von Arivor schickt mich. Mein Name ist Kairon. Der künftige Schwager von Hochwürden. Ich verstehe. Warum steht ausgerechnet ihr hier und gebt Suppe aus? Hat der Zen-Meister keine wichtigeren Aufgaben für seine Kämpfer? Nahrung ist das Kostbarste, das die Menschen in diesem Viertel erhoffen können. Das muss man verteidigen können. Dann geht es hier nicht besser zu, als draußen in den Schatten landen. Der Unterschied ist, hier wird nur bestraft, wer raubt. Draußen kann man sein Leben durch Zufall verlieren. Ich weiß. Und seine Seele verliert man auch, wenn man Pech hat. Nein. Die Seele verliert nur, wer sich mit Dämonen einlässt. Und selbst wenn nichts anderes mehr gilt, darauf kannst du dich verlassen, mein Sohn. So ein Rondrianer, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Wir tun unsere Pflicht. Schutz der Schwachen, Kampf dem Bösen, ehrenhaftes Tun. Schon mal davon gehört, Kerl. Verstehe. Darum also Essensausgabe am Praius-Tempel. Wir sind nicht einmal sicher, ob dies noch ein Tempel ist. Irgendwelches Gesindel könnte ihn geschändet haben. Unverschämtes, nekromantisches, götterverfluchtes Gesindel. Nein, das haltet ihr für möglich? Es ist zumindest jenen Frevlern zuzutrauen, die Respekt nur durch die Klinge lernen. Ja, ich habe hier kaum was zu tun. Ich muss eigentlich nur diese Geschichten hier klicken und dann wird so alles erzählt. Jetzt erfahre einfach das einiges. Ja, wir machen mal weiter. Jetzt gibt mir schon die Sonderration. Gehorsam ist für euch doch Ehrensache, oder? Es gibt einen Unterschied zwischen Niederknien und Verbeugen. Und nur weil du ihn nicht kennst, mein Sohn, bleibt dir meine Duellforderung erspart. Wenn die Götter dich aber so reich bedenken, ist es nur rechtens, dass auch du etwas für die Gemeinschaft tust. Die Seuche wütet hart unter jenen, die gar nichts haben. Und jede gute Tat bringt ihnen Linderung. Ah, wenn ich nicht ein paar Kranken helfe, werdet ihr befinden, dass Rondras Wille wunderbar ist und ich gar nichts bekomme. Ich sehe, du hast verstanden. Kümmere dich um Firunmar, um Barnwulf und um Zarabella. Es sind götterfürchtige Leute. Du wirst sie nicht heilen können, doch wenigstens ihre Leiden lindern. Du findest alle drei hier im Flüchtlingslager. Zwei auf dieser Seite der Hauptstraße, einen gegenüber. Gut, ich tu's. Hoffentlich stecken mich die drei nicht an. Diese Verbände werden dir helfen. Wenn du sie nicht benötigst, behalte sie. Früher oder später sind sie sicher nützlich. Und jetzt nimm das Essen. Hoffentlich erhalten es die Richtigen. Ich weiß, was ich tue. Und ab in meine Tasche damit. So, ja, so, ich könnte weitermachen. Steht mal weiter doof rum. Ja, wir werden die Verbände allerdings nicht für uns behalten. Wir werden sie ein bisschen verteilen hier. So. Gehen wir erstmal hier lang. Du siehst nicht gut aus, aber du stinkst nicht wie die anderen Kranken. Krank? Nein, das waren Borax-Jungs. Ich hatte nicht genug in der Tasche für das Schutzgeld. Wenn die mit dir fertig sind, fühlt sich dein ganzer Körper wie ein Nadelkissen mit glühenden Nägeln an. Oh. Das können wir leider nicht, da brauchen wir eine Heilung Rang 1. Ich weiß allerdings nicht, wie man das irgendwie steigern kann. Es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit dazu. Aber wir machen das jetzt. Geben wir einen Verband. Versuch's hiermit. Danke, Mann. Immer noch Nägel. Aber sie glühen zumindest nicht mehr. Halt dich von Borak fern. Das gebe ich dir noch mit auf den Weg. So,
Nummer 1. Auf geht's zur Nummer 2. Achso, wir haben ja die Dame noch. Was haben wir hier? Travia zum Gruße. Chiron, richtig? Kennen wir uns? Mein Name ist Rike. Wenn du irgendetwas über die Stadt wissen willst, dann frag am besten mich. Ich bin noch nicht lange hier. Woher kennst du meinen Namen? Soll das ein Witz sein? Die ganze Stadt redet über dich. Hätte nicht gedacht, dass es so ein Aufsehen erregen würde, einen Kannibalen laufen zu lassen. Du bist ein Held. Du hast die Schwächsten der Schwachen gerettet. Und ich finde es richtig, dass du den Kannibalen verschont hast. Er wird sich nicht wieder hierher wagen. Wenigstens wissen die Leute jetzt, dass sie sich vor ihm in Acht nehmen müssen. Sei nicht so bescheiden, Chiron. Sprich mal mit den Überlebenden hinten am Praios-Tempel. Sie werden dich lieben. Also über meine Schwester redet man. Und über meinen künftigen Schwager, ja? Ja, über den natürlich auch. Eine Heirat mit Falk von Arivor, dem Helden der Befreiungsschlacht. Das ist so romantisch. Seine Gnaden der Nekromantenschlachter. Warunker Seuchenvogt und Kettenhund des Zen-Meisters Jakon. Die Mädchen beneiden deine Schwester wirklich sehr. Jede hier würde Falk sofort heiraten. Die Frau des zweithöchsten Rondrianers im ganzen Land zu sein. Wenn ich nicht vergeben wäre, würde mir das auch gefallen. Und wie die Zeit vergeht, schon wieder so spät. So, okay. Information. Falk. Oh, ich hoffe, ich habe das nicht alles schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Welche Aufgaben hat Falk denn als Seuchenvogt? Genau genommen, uns im Griff behalten. Die Warunker haben Angst vor allem, was aus dem Flüchtlingslager kommt, weil hier die Seuche wütet. Darum haben sie die Tore verschlossen. Ohne Falks Zustimmung kommt niemand von hier in die Innenstadt. Rondrianer, Zucht und Ordnung. Irgendwer muss es ja tun. Ich bin jedenfalls lieber hier eingesperrt und lasse mich regelmäßig nach Pusteln absuchen, als draußen vor der Stadtmauer, um meine Seele zu zittern. Die Stadtgarde würde das außerdem nie alleine schaffen. Wir haben schon genug Ärger mit den richtigen Verbrechern. Darum brauchen sie die Rondrianer. Okay. Seuchenvogt? Welche Aufgaben hat Falk denn als Seuchenvogt? Achso. Genau genommen, uns im Griff behalten. Haben wir schon. Die Warunker haben Angst vor allem, was aus dem Flüchtlingslager kommt. Bin so von konzentriert. Blutaufsreif. Darum haben sie die Tore verschlossen. Ja, ja, haben wir schon gehört. Halt die Klappe. Bla bla bla. Rondrianer, Zucht und Ordnung. Ja. Irgendwer muss es ja tun. Déjà-vu. Ich bin jedenfalls lieber hier eingesperrt und lasse mich regelmäßig nach Pusteln absuchen, als draußen vor der Stadtmauer, um meine Seele zu zittern. Die Stadtgarde würde das außerdem in einer Zeitschleife fest. Wir haben schon genug auf jetzt! Den richtigen Klappe! Darum brauchen sie die Rondrianer. Oh, so, jetzt das Letzte. Was erzählt man sich denn so über Falks Rolle bei der Befreiung? Ich war nicht dabei, aber das muss wirklich beeindruckend gewesen sein. Er soll als Erster in die Oberstadt gestürmt sein, viel schneller als die anderen Rondrianer. Die Nekromanten hatten so viel Angst vor ihm, dass sie sich gleich weggezaubert haben. Er ist kaum dazu gekommen, welche zu erschlagen. Okay. Alles klar. Oh. Klingt, als wäre Falk ein halber Gott. Naja, er ist jemand Held. So wie du. Du übertreibst. Nein, tue ich nicht. Ein Held ist ein Held und Schluss. Und selbst wenn es nicht stimmt. Warum sollte man aufhören zu träumen, dass alles besser wird? Das bringt doch nichts. Welche Aufgaben hat Falk denn als solche? Genau genommen, uns im Griff behalten. Die Warunker haben Angst vor allem, was aus dem Flüchtlingslager kommt. Wieso tue ich das nochmal? Ich Doofkopf. Oh. Tut mir echt leid, ey. Leute, ich bin urlaubsreif. Müllkonzentration. Verdammte so Scheiße nochmal. Mann. Irgendwer muss es ja tun. Ich bin jedenfalls lieber ist das hier eine Scheiße. Mich regelmäßig nach Pusteln absuchen, als draußen vor der Stadtmauer, um meine Seele zu zittern. Kann klicken, wie ich will. Das lässt ja nicht abbrechen. Das außerdem nie alleine schaffen. Ach, Mann. Wir haben schon genug Ärger mit den richtigen Verbrechern. Halt. Ich geh mir das zu trinken holen.
bin mir sicher, ich habe den ganzen Scheiß-Schluse schon aufgenommen. Aber aus irgendeinem Grund hat er die Speicherung nicht gesetzt. So, zurück. Nekromantenbesatzung. Was kannst du mir denn über Wahrung vor der Befreiung erzählen? Bei der dunklen Mutter. Seit Zen-Meister Jakon mit seinen Rondrianern die Nekromanten rausgeworfen hat, ist eine Menge passiert. Zuerst hat der untote Drache Rassasso hier jahrelang geherrscht und die ganze Oberstadt umgebaut. Er soll eine Splitte aus Burbarats Dämonenkrone besessen haben. Die Straßen hat er mit Schädeln gepflastert und auf dem Molchenberg eine riesige goldene Pyramide errichtet. Die Leute sagen, dass der Drache in einer Schlacht gefallen ist. Im Westen, als er gegen die Kaiserstadt Gareth zog, er soll die Hälfte aller Warunker dafür getötet und ihre Leichen als untote Soldaten erhoben haben. Und das war nur ein Bruchteil seines Heerwurms. Gareth, die Stadt ist im Krieg fast völlig zerstört worden, sagt man. Immerhin besser als die jahrelange Besatzung, die ihr hier hattet. Mehr als ein Dutzend Jahre lang. Dann kam der Donnersturm, der Streitwagen der Kriegsgöttin Rondra. Ihr Blitz soll den Himmel erleuchtet haben. Dann riss der Molchenberg auf und Trümmer flogen durch die ganze Stadt. Alle dachten, jetzt kommt die Befreiung. Aber dafür haben sich die Rondrianer viel Zeit gelassen. Genug Zeit, dass sich hier der Nekromantenrat breit machen konnte und der Seelensammler. Was genau unterscheidet den Zen-Meister von einem normalen Rondrianer? Der Zen-Meister ist der Anführer der Rondrianer hier, ein sehr mächtiger Mann, wie man hört. Jakon von Turjelev ist ein altgedienter Kämpfer, ein echter Held, aber ziemlich streng. Falk ist nur sein Stellvertreter, aber er dient der Kriegsgöttin Rondra, wie alle anderen Rondrianer. Und wie die anderen Rondrianer soll er ehrenhaft kämpfen und die Menschen vor dem Bösen beschützen. Wenn du es genauer wissen willst, solltest du aber einen Rondrianer fragen. Okay. Ja, zurück. Ich glaube, ich habe jetzt einen groben Überblick. Ja, gut. Tschüss. Sie gehen jetzt. Tschüss. Gehen. Auf bald, Chiron. Auf bald. Der Husten hört schon wieder auf, Mama. Warte. Schon auf kurze Distanz werden die Texturen Der matschig, Husten ne? Hört schon wieder auf, Mama. Hm. Ich finde das nicht schlecht gemacht. Es hat schon ein bisschen. Passt schon so ein bisschen, aber. Ich stelle das halt, diese Unschärfe und. Es fehlt mir so ein bisschen Detail an die Menschen, die hier so rumlaufen. So, wo können wir denn noch helfen? Moment, da lang. Nur ein paar Kupferstücke, bitte. Später vielleicht. Mütterchen Peraine, es schmerzt so sehr. Bitte macht, dass es endet. Bald. So, die Krankheit können wir immer noch nicht behandeln. Wir benötigen Rang 2, aber wir haben Verbände. Dann hau auf den Scheiß, zack. Ich kann verhindern, dass es so endet. Die Zwölfe mit euch. Zumindest bis heute Abend wird es helfen. Ich finde, eine kleine Animation dazu hätten sie ruhig investieren können. Ja, die Verbände auftut. Ah. Na gut, den nächsten bitte. Was ist das? Oh, kann ich nicht. Mir fehlt Schlösser knacken. Nur ein paar Kupferstücke, bitte. Oh. Ich will nur noch sterben. Die dunkle Mutter schickt mich. Jeder Augenblick in meinem Leben ist eine Qual. Gib mir dein Schwert. Tu du es. Es ist noch zu früh, um aufzugeben.
Ja, mag verschwendet sein, aber das ist ein Tag Lindung. Huch, wir kriegen Besuch. Stehen bleiben. Verzieht euch, sonst mache ich euch Beine. Wir haben dich am Tempel gesehen. Du hast dich nicht hinten angestellt. Brauche ich auch nicht. Ich bin ja was Besseres wie ihr. Na und? Nein, machen wir nicht. Wir sind höflich. Ich weiß genau, was Hungern bedeutet. Ich wollte euch nicht quälen. Du hast einen ganzen Korb voller Essen. Essen, von dem wir satt werden könnten. Diesmal hatte ich Glück. Beim nächsten Mal seid ihr vielleicht dran. Unsere Kinder sind krank. Ohne Essen wachen sie morgen vielleicht nicht mehr auf. Wenn sie überhaupt einschlafen können. Meine Familie ist auch hungrig. Du und deine Leute. Ihr seid nur drei. Von deinem Korb könnte ein ganzes Dutzend satt werden. Gib ihn her. Und niemand muss heute sterben. Wir können überreden. Können wir nicht. Braucht man Rang 1 für. Kämpfen könnten wir auch. Aber wir teilen. Unser Charakter ist ein ziemliches Arschloch. Also ich versuche das so ein bisschen gegen anzusteuern, weil so ein Charakter... Ah, nee. Da gibt es schon genug von solchen Leuten. Auch schon in der realen Welt. So, okay. Teilen. Hier. Nee. Danke, Chiron. Möge Mütterchen Travia mit dir sein. Wir werden deine Großzügigkeit nicht vergessen. So. Wir haben noch die Hälfte. Okay. Wenn es die Götter wirklich gibt, warum lassen sie zu, dass ich so verrecke? Ich habe mit ein paar Hungernden geteilt. Falk soll mit seinem Festmahl zum Namenlosen gehen. Mein Chiron. Durch und durch eine gute Seele. Vielleicht bleibe ich doch bei dir und heirate nicht. Das klingt, als hättest du einen Plan. Vielleicht verschwindet plötzlich der Trauring oder sogar die jungfräuliche Braut. Schöne Ausrede. Wenn du wieder weglaufen willst, such dir eine nettere Gegend aus als den Molchenberg. Dann wird es leichter, dich zurückzuholen. War doch ganz bezaubernd dort. Witzig. Chiron, hör mir zu. Diese Zauberkraft im Molchenberg... Ich glaube, sie hat etwas in mir geweckt. Wir beide haben irgendwie das Zaubern gelernt. Ja. Vielleicht sind wir Magiedilettanten. Das wird oft erst spät entdeckt. Das meine ich nicht. Was meinst du dann? Chiron, ich... Was denn? Na, das macht man noch nicht. Wenigstens einmal. Ich musste das wenigstens einmal tun, bevor ich Falk heirate. Es war falsch. Du bist meine Schwester, verdammt. Denkst du, ich weiß das nicht? Ich wollte es trotzdem. Klar, ausgerechnet jetzt. Kannst du dir für solche Experimente nicht einen anderen suchen? Kann ich jederzeit. Ich will aber keinen anderen. Bruder und Schwester, das ist verboten. Wenn ich schon was Verbotenes mache, dann soll es sich wenigstens lohnen. Hat mir mein Bruder beigebracht. Und jetzt sagt dir dein Bruder, dass du deine Familie nicht im Stich lassen sollst. Wir haben dir diesen elenden Trauring nicht umsonst besorgt. Es wird leider nicht so einfach. Der Trauring ist weg. Er ist weg? Jemand hat ihn aus unserem Zelt geholt, als wir im Molchenberg waren. Ich habe es erst heute Morgen entdeckt. Der Ring war alles, was wir hatten. Und er war gut versteckt. Der Dieb muss genau gewusst haben, was er suchte. Der Schmuggler, der uns den Ring verkauft hat. Wahrscheinlich hat er dem Dieb einen Hinweis gegeben. Darum ist er so schnell wieder abgehauen. Aber der Dieb müsste noch in Wahrung sein. Kriegst du raus, wer den Ring gestohlen hat? Bringst du ihn zurück? Ich suche inzwischen diesen Schmuggler. Mal sehen, wie schnell er wirklich ist. Viel Spaß, du Biest. Ah... Schade, ein bisschen mehr Gestiken beim Sprechen könnten sie ruhig machen. Stattdessen wippen die nur so ganz komisch hinterher, hin und her, so als wenn so ein Grashalm im Wind oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist so das Story technisch ist ganz okay, aber ja, und auch das Dorf ist okay, aber es sind so viele Kleinigkeiten, wie eben halt matschige Texturen und ja, und diese geringfügigen Animationen, die es gibt hier, vor allem beim Sprechen oder wiederholende
Animation. Das ist sehr schade. Ansonsten wäre es ein echt gelungenes Spiel. Wenn es die Götter wirklich gibt, warum lassen Sie zu, dass ich bitte so verrecke? Ich glaube, ich gehe falsch. Ich gehe richtig. Chiron, schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir helfen? Jemand hat meine Familie bestohlen. Hast du etwas gesehen? Ich kenne hier nur einen, der sich mit euch anlegen würde. Borak der Schläger. Kurioser Name. Borak ist nicht ungefährlich. Wenn die Rondrianer nicht hier sind, spielt er sich als Herrscher des Flüchtlingslagers auf. Er erpresst Schutzgeld von den Leuten und wenn sie nicht zahlen, raubt er sie aus. Und er hat eine Menge Leute unter seinem Kommando. Mal sehen, ob er wirklich so hart ist. Wo finde ich ihn? Sein Zelt steht hier im Lager. Verpasse ihm einen ordentlichen Denkzettel. Den hat er verdient. Er steigt mir die ganze Zeit hinterher und langsam fallen mir keine Ausreden mehr ein. Mal sehen, was ich tun kann. Bevor du gehst, vorhin hast du ein paar Freunden von mir geholfen. Du weißt schon, die, die großen Hunger hatten. Sie wollten sich erkenntlich zeigen. Darum soll ich dir das hier geben. Da sind Symbole der Erzdämonen Targonitor drauf. Ein Talisman der Teacher Kohl. Sehr, sehr verboten. Wenn Borak damit von der Garde erwischt wird, sind wir ihm los. Verstehe. Und ich soll Borak diesen Talisman unterjubeln. Ich lenke ihn ab, während du den Talisman in seine Truhe legst. Die findest du sicher irgendwo in seinem Revier. Danach verpfeifst du ihn bei der Garde. Das ist besser als bei den Rondrianern. Sag mir einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Dann gehen wir mal. Also, Rieke. Ich bin soweit. Beehren wir Meister Borak mit einer Handvoll Verderben. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Dann auf geht's. Gute Besserung. So. Ich kann nicht lesen, was steht da? Dreh um und nimm einen anderen Weg. Der hier führt zu Boraks Revier. Ich kann dich nur warnen. Wegen ihm hat mein Ältester keine Zähne mehr. Krackelige Schrift darunter. Und wenn du nochmal zu spät zahlst, reiß ich sie, deinen Jüngsten, auch raus. Ich will es noch hören. Es ist schon weg. Okay, schade. Hätten wir noch zu Ende hören sollen. Entschuldigung. Jetzt gehen wir mal zur Garde. Ich hoffe, der Wegweiser weist uns den richtigen Weg. Natürlich so ein Navi hier oben zu haben hier. Mal zur Garde hin und gehen ein bisschen petzen. Ich weiß was. Im Keller brennt noch Licht. Seid ihr nicht dieser Chiron, von dem alle sprechen? Der bin ich. Dann darf ich euch darauf hinweisen, dass die Garde alles andere als erfreut über euer Handeln im Molchenberg ist. Bei allen Zwölfen, ihr hättet als Kannibalenschlechter in die Stadtgeschichte eingehen können. Der Tod der Gefangenen lässt euch also kalt? Unter den Gefangenen war nur ein richtiger Warunker. Der Rest waren Flüchtlinge. Versteht mich nicht falsch, aber manchmal müssen eben einige wenige den Preis für die Sicherheit der Gemeinschaft zahlen. Meine Entscheidung war richtig. Denkt darüber, was ihr wollt. Wie war es möglich, dass niemand den Kannibalen bemerkt hat? Sein Versteck war im Molchenberg. Da wagt sich niemand hin. Außerdem hat er wohl nur nachts gejagt. Klingt als Erklärung ein bisschen dürftig. Wie auch immer. Warum seid ihr eigentlich hier? Ich habe dämonische Umtriebe zu melden, Untergefreiter. Ah,
Dämonische Umtriebe. Wo, wer und wann? Borak, aus dem Flüchtlingslager. Ich habe ihn beobachtet, wie er der Erzdämonen Targunitot huldigte. Könnt ihr das denn beweisen? Er hatte ein dämonisches Artefakt. Wenn ihr sein Zelt durchsucht, werdet ihr es finden. Gut, Bürger. Kerl. Die Stadt Warung dankt für deine Aufrichtigkeit und deine Beobachtungen. Die Stadt Warung wird sich sogleich der Sache annehmen und jenem Finsterling auf den Zahn fühlen. Oh, der Ritter von der traurigen Gestalt, samt Bagage. Mitkommen, Borak. In deinen Träumen, kleiner Mann. Ihr habt nichts gegen mich in der Hand. Festsetzung wegen Besitzes dämonischer Artefakte. Schön auswendig gelernt. Und jetzt? Was? Ich hab nicht die geringste Ahnung, wie das da reingekommen ist. Das finden wir in einem ausführlichen Verhör heraus. Deshalb mitkommen. Unmöglich. Ich habe nichts damit zu tun. Borak hat nichts mit der Truhe zu tun, die sich in seinem Besitz befindet. Das nehmen wir als ersten Punkt auf. Ich hab nicht die geringste Ahnung, wie das da reingekommen ist. Das finden wir in einem ausführlichen Verhör heraus. Sind besoffen? Mitkommen. Unmöglich. Ich habe nichts damit zu tun. Borak hat nichts mit der Truhe zu tun, die sich in seinem Besitz befindet. Das nehmen wir als ersten Punkt auf. Gut, wiederholt sich nur. Sehr schade. Sehr schade, sehr schade. Kleines Mädchen. Eine goldene Ehre, das Symbol der alten Göttin Parein. Die Leute hofften hier auf ihre Heilkunst, doch jetzt sind sie tot. Verreckt an der Seuche. Es stinkt süß und faulig. Und das nicht von überreifen Äpfeln. Ja. Schlimme Zeit, schlimme Zeiten. Nur ein paar Kupferstücke. Bitte. Ja, später. Wir haben noch was zu besprechen. Chiron, warst du erfolgreich? War ich. Jetzt kannst du dich hübsch machen für den Herrn Bräutigam. So schlimm wird es schon nicht. Vielleicht heitert dich das hier auf. Erinnerst du dich an die Urkunde aus dem Molchenberg? Auf der Suche nach dem Schmuggler bin ich Priodan Karstiks Frau begegnet. Ihre Kinder haben sich so gefreut, als ich ihnen die Urkunde zurückgebracht habe. Sie haben sich mit ein paar Heringen bedankt. Aber die habe ich gegen etwas eingetauscht, das besser riecht. Hier ist dein Anteil. Sagen wir als kleiner Dank für meinen Retter. Falk, er wird gleich hier sein. Chiron, ich kann ihn nicht heiraten. Das weiß ich jetzt. Was auch immer du über dich und mich denkst, hilf mir bitte. Also raus aus Warung. Du und ich, jetzt. Und Vater? Das kann ich nicht. Dieses Bürgerrecht muss doch irgendwie anders zu kriegen sein. Rondra zum Gruße, euer Gnaden. Bitte, Chiron, hilf mir. Hilf uns. Kalandra, meine Schöne, wie geht es dir? Zum Gruße, Chiron. Es geht mir gut. Offenbar. Ich hoffe, mein kleines Geschenk hat gemundet. Sehr bedauerlich, dass ihr zu wenig Haltung hattet, einen Moment mit dem Fressen zu warten. Ich finde, das ist eine Frage von Würde. Eine Hälfte habt ihr zumindest übrig gelassen. Das wirst du alles schnell lernen. Da bin ich ganz sicher. Dann darf ich dir meine geliebte Mutter vorstellen. Oh Gott. Seid gegrüßt, mein Lieber. Oh, und diese junge Schönheit ist bestimmt die kleine Kalandra, nicht wahr? Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen, euer Hochgeboren. Bist du aufgeregt? Ja, das wäre ich auch. Wenn du erst erblühst, werden dir Kräfte zur Verfügung stehen, von denen du jetzt nur träumen kannst.
Ich verstehe nicht ganz, werte Dame. Okay, weiter zuhören. Die Liebe, die Macht. Noch bist du nur ein Mädchen. Doch bald schon wirst du erkennen, welche Möglichkeiten sich dir auftun, wenn du erst eine Frau bist. Wie ein Kundiger die inneren Zusammenhänge der Sterne erkennt, um sie sich nutzbar zu machen, so wird sich auch deine Seele in die größten Höhen erheben. Ich befürchte, ich kann euch immer noch nicht ganz folgen. Sag mir eines. Würdest du mit Blut bezahlen für einen Edelstein? Oder mit Liebe für einen Kiesel? Ich denke, ich weiß es nicht. Nein, wie hübsch du doch bist, kleine Kalandra. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich höre mir das nicht länger an. Chiron. Diese Frau ist irre und diese Hochzeit ist eine einzige Lüge. Dieser Zorn, diese Kraft. Natürlich. Ich verstehe dich, Chiron. Es ist nicht leicht, die eigene Schwester gehen zu lassen. Du. Und dir würde eine Frau übrigens auch gut tun. Warum nimmst du nicht einfach diesen Passierschein hier und versuchst mal dein Glück in der Stadt? Ich werde nicht zulassen, dass er dich bekommt. Falk von Arivor, du wirst fallen und wenn es durch meine Hand sein muss. Chiron, bitte. Ups. Komische Entwicklung. Der ist vergeht zum Tor. Was haben wir? Der Diebstahl. Dieser verdammte Wichtigtour in seiner funkelnden Rüstung. Und dafür habe ich mir also die Füße wund gelaufen und Kalandra ihre dämlichen Ringe wiedergebracht. Reiß, ich muss hier raus. Hier zum Tor und Innenstadt. Mhm. Eine neue Hammer. Du bist auf dich allein gestellt. Ich habe Falk angeschrien. Das hat gut getan. Seine merkwürdige Mutter hat aber auch zu unverschämt geredet. Wollte sich mit rätselhaftem Gerede wichtig machen. Immerhin, jetzt habe ich einen Passierschein. Ich werde die Hochzeit verhindern. Und ich besorge uns das Bürgerrecht. Ist ja vielleicht allein gestellt. Okay. Was sagt der Vater dazu? Du hast uns genug Schande gemacht. Sei froh, dass du jetzt wenigstens in die Stadt kannst. Ich glaube, der ist sauer. Komm hier so. Wenn wir mal ein bisschen umgucken hier. Noch. Das habe ich vorhin gar nicht gemacht. Das habe ich schon gelesen. Oh. Sagt nix. Guck nur, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Da ist zum Beispiel noch eine Truhe. Was ist denn? Blutsteinstaub. Wozu auch immer das gut ist. Das lohnt sich so ein bisschen rumzurennen hier. Um mal die Ecken abzusuchen. Das haben wir schon gelesen. Ah,
Ach nee, Schlösser knacken, verdammt. Hier oben ist auch noch Nahrung ohne Ende. Und den krieg ich nicht. Okay, hier haben wir alles. Abgesucht schon. Was ist das? Eine Pflanze, okay. Brauchen wir Pflanzenkunde für? Kann man nicht ganz sagen, hab schon gelesen. Oh, den kann man ansprechen. Mal da rum. Hey, was brauchst du? Was hat er denn? Oh, ist fast 26 Dukaten. Das glaube ich nicht. Ich habe 2 Dukaten gerade, ne? Scheiße. Ja, von denen kann ich nichts kaufen. Irgendwas? Ach je. Na gut, ich glaube, wir haben alles. Hoffe ich. Oder? Stehen bleiben, Großmaul! Was ist das denn? Sei gegrüßt. Ich sehe, du hast dir Verstärkung mitgebracht. Du hast meine Truhe aufgebrochen und dieses Dämonendings reingelegt. Und dann hast du mich bei der Garde verpfiffen. Und jetzt bist du hier, um mir die Ohren voll zu heulen. Deine Ohren schneide ich ab und bezahle damit den Kerl, der mich wieder freigelassen hat. Müller, mach den fertig! Wer mir seine Eier bringt, dem zahle ich 2 Mädchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Oh, Mist, vergessen. Ach, Heiltrag, vergessen, Heiltrag zu nehmen. Oh, Scheiße. Manu. Verdammte Scheiße. Manu, Mist. Oh, Mann. Ich vergesse das immer. Wir hatten dieses Spiel auch zu wenig gekämpft. Ach, das ist. Wo sind wir denn? Ah ja, genau. Das war. So. Wir gehen dann gleich direkt dahin. Achso, irgendwo war noch eine Kiste. Da war noch eine Kiste hier, die ich vorhin vergessen habe. Aber hier nicht, ne? Hier nicht. Ach, komm uns nicht durch. Wo war die Kiste noch? Hier nicht. Wo war die Kiste noch? Sind noch dieselben, die hier anstehen, ne? Kann man mit denen reden? Was willst du noch in Rondras Namen? Und gehen. Hier, Monika, wo war die Kiste? War da irgendwo eine Kiste? Da ist sie doch. So. Psst. Hey, was brauchst du? Bei dir kaufe ich nichts. Stehen bleiben, Großmaul! Sei gegrüßt. Ich sehe, du hast dir Verstärkung mitgebracht. Du hast meine Truhe aufgebrochen und dieses Dämonendings reingelegt. Und dann hast du mich bei der Garde verpfiffen! Und jetzt bist du hier, um mir die Ohren voll zu heulen. Deine Ohren schneide ich ab und bezahle damit den Kerl, der mich wieder freigelassen hat. Müller, mach den fertig! Wer mir seine Eier bringt, dem zahle ich 2 Mädchen! Mhm.
Dann ziehen wir sie auseinander. So. Und dann. Zack. Wow. Hör mal. Los hier. Geht hier nicht. Ich hab doch Heiltrank genommen, verdammte Scheiße. Meine blöde Scheiß-Tastatur. Ah, ich kack die Wand an. Meine Güte. So eine Scheiße. Das kann nicht angehen. Ich habe einen Heiltrank genommen, alles. Erstmal kippt der eine nicht um. Der hat überhaupt keine Lebensenergie mehr gehabt. Der hätte eigentlich sofort ausfallen müssen. Mhm. Weil mit ein oder zwei Lebenspunkten kann man nicht mehr weiterkämpfen bei DSA. Oh Mann, ist das eine Scheiße. Die waren nur gesichert noch, ja. Mann, dann fängt er mal wieder ganz hinten an. Was ist das? Zwischen den Brettern steckt ein handgeschriebene Notiz. Ich glaube, die hatten wir schon mal vorgelesen. Ich lese sie nochmal vor. Liebe Zarabella, du weißt, wie es ist. Die Rondrianer verteilen ihre Suppe, aber sie hält nur für ein paar Stunden satt. Wir beten zu Parain, doch von ihr ist nicht mehr zu sehen als die gelben Ähren, die wir selbst an die Zelte malen. Warnungen für jene, die noch hoffen dürfen, gesund zu bleiben. Niesco verlangte nur 3 Dukaten, um mich auf dem Vorratskarren reinzuschmuggeln. Ich weiß, wir wollten zusammengehen, aber er hatte nur Platz für einen, ohne dass es auffällt. Verzeih mir. Okay, habe ich ziemlich schlecht vorgelesen, Entschuldigung. So, ich bin ein bisschen angeranzt jetzt. Ein bisschen ist gut. Wo ist denn eine Kiste, die ich jetzt noch öffnen kann? Hier. Mitgenommen. So, jetzt kommt der Händler. Ja, ja, tschüss. Halt die Fresse. Ja, von dir will ich nichts. So, danke, tschüss. Oh Mann. Stehen bleiben, großes Maul! Sei gegrüßt. Ich sehe, du hast dir Verstärkung mitgebracht. Du hast meine Truhe aufgebrochen und dieses Dämonendings reingelegt. Und dann hast du mich bei der Garde verpfiffen. Und jetzt bist du hier, um mir die Ohren voll zu heulen. Deine Ohren schneide ich ab und bezahl damit den Kerl, der mich wieder freigelassen hat. Müller, mach den fertig! Wer mir seine Eier bringt, dem zahle ich 2 Mädchen! Na. Hat überhaupt nichts gebracht. Doch, jetzt ist es doch lange, bis er halt dran wirkt. So. Was sind so viele? Das sind gar nicht weniger. Bombardierung. Nur so was zu schaffen. Okay. Hab ich alle? War noch mehr was von mir?
Inventar war mit I. Auf 2. Und das war heute schon auf 2, ja. Verunreinigung und der Haltetrank. So. Okay. Was haben wir sonst noch? Mhm. So. So, die alte Rüstung haben wir noch an. Warte mich, warum ich so scheiße bin. Wackelige Armschiene. Rostige Ketten. Was haben wir da? Wackelige Armschiene. Mehr Augenblickseite, mehr die Daten an. Behinderung 2, Rüstung 2. Rostige Armkette. 1. Oh, nehmen wir das hier mal. So. Die Hose, die haben wir ja schon an. Ja. Den haben wir an, genau. Und den haben wir auch bequemer, genau. Benutzer, genau. Den könnten wir nicht verkaufen, mein Händler. Was haben wir hier? Ein Kampfbügel. Ah, na gut, der ist Schrott, ne? Ja, genau. 3 Wurfmesser haben wir auch noch am Start, okay. Was haben wir sonst noch? Da haben wir alles. Passierschein, ne? Passierschein, okay. Aha. So, okay. Oh, was ist das? Okay. Was ist das? Ah, so Fallen. Fallen. Okay, gehe ich nicht lang? Ich gehe wieder raus. Fallen entschärfen können wir leider nicht. Sauer verseucht. Den Truhen können wir hier nicht ausbräumen. Aber dann war doch der Händler hier, ne? Wo ist denn der? Kann ich ja hier genau. Handeln. So, Wurfmesser, Schadjäger, Klinge. Die können wir schon mal verkaufen. Dann haben wir Lederhose bleiben hier, weil wir Armschiene bleiben, bequem werden sie uns bleiben. Auch, wo sind sie? Andere Gedönse. Armschiene. Das Klopfen behalten wir auch. Reines Alkohol. Weiß noch nicht, wozu das mal verkaufen wir das mal. Morgen. Wir können noch nichts anfangen. Ne? Wir können damit noch nichts anfangen. So. Harpelbüschel. Was ist denn mit Haarbüschel? Halb vertautes, was? Halb vertautet was weg. Dieses mal weg. Und Familiensilber. So. Dann haben wir ein bisschen Geld. So. Achso. Was können wir denn kaufen? So, haben wir einen Kriegshammer. 26 Dukaten, wie viel haben wir? Wir haben 19 nur, schade. Warte, achso, hier. Scharfkantige, was? Scharfkantige Kette. Drohring, aha. Ein Blick auf den Ring genügt und der Widerstand schmilzt dahin, aha. Der, mal sehen, Halskette. Die Kette schneidet dir in den Hals, aber immerhin macht sich das wach und aufmerksam. Nackenschloss. Kann man als Hebel benutzen, so, solange es einen nicht in den Hals bricht. Schwachsinn, wo ist das denn? Richtige Heilung, also stabile Gewandtheit. Stabiles Gewandtheit, also nein, zur Haltung. Was haben wir sonst? Ne, hier ist nichts weiter. Alles klar, Dankeschön für das Geld. Jetzt haben wir ein bisschen Geld. So,
Na, dem hast du es ja richtig gezeigt, was? Sehr schön, sehr schön. Kanntest du den Kerl? Bedauernswerterweise ja. Aber auch ich hatte nicht viel für ihn übrig. Hat er dich bestohlen oder erpresst? Weder noch. Er war mit einigen Raten im Rückstand. Im Rückstand? Darf ich mich vorstellen? Ich bin Parel Notgelf vom Kreuzerkartell. Warunker Untergrund. Du verstehst. Verstehe. Verbrecher. Der Geldeintreiber. Eher so etwas wie der Anführer. Glückwunsch. Du gefällst mir, Junge. Sag mal, hättest du vielleicht Interesse für uns zu arbeiten? Auf gar keinen Fall. Du könntest deine Börse aufbessern und manchmal verschenkt das Kartell auch ein paar andere hübsche Sachen. Mal sehen. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Komm einfach zum Eingang der Kreuzergasse, wenn du Interesse hast. Wir werden uns dann schon finden. Ja, mal sehen. Also auf bald. Das Kreuzerkartell harrt deiner Aufwartung. Kann mich an die Füße fassen. Ich will auf den Markt. Hier ist mein Passierschein. Noch einmal danke für den Hinweis. Wir waren schon lange hinter Borak her, aber es gab keine Beweise und keine Zeugen. Die Leute haben ihn bisher gedeckt, wahrscheinlich weil sie Angst hatten. Schön, dass endlich jemand diesem Schurken das Handwerk gelegt hat. Ich versuche stets zu helfen. Absolut verehrungswürdig. Die Stadtgarde sucht übrigens immer nach fähigen jungen Männern, wie ihr es seid. Und für Gardisten gibt es manche Vorteile. Die Schmiede beliefern uns immer zuerst. Und unser Hauptmann Fergolosch hat gute Verbindungen zu unserem Markgrafen Sumudan. Wenn ihr Interesse haben solltet, ihr findet Fergolosch in unserem Hauptquartier, östlich vom Markt. Sagt einfach, dass ich euch geschickt habe. Hab Dank. Oh, wartet! Ihr habt mir noch gar nicht euren Passierschein gezeigt. Ich muss leider darauf bestehen. Das versteht ihr sicher. Ihr tut nur eure Pflicht. Natürlich habe ich einen Passierschein. Hervorragend. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen auf dem Markt. Ja. Super. Ja, also gerade würde ich eher gehen als zu den einen. So. Wie gesagt, ich schlage lieber den guten Pfad ein. Und hoffe, dass ich das irgendwie halten kann. Aber das Spiel macht das eigentlich leicht, muss ich sagen. Ah. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Und huch, lass uns mal kurz ein bisschen laden. Ja, so, das hat er gespeichert. Alles klar. Hier ist noch eine Kiste, die können wir nicht plündern. Alles klar. Und hier können wir wieder rausgehen. Ah. Gut. Ja. So, dann habt euch wohl und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Und habt euch wohl und... Ja, hol ich die 12, ne? Vergiss das nicht. 12 Körner mache ich. Ja. Na gut, ich bin weg. Bis zum nächsten Mal und ciao.